Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Edeka oder wie auch immer man das ausspricht. So, nicht Continue, Kampagne. Das Spiel ist leider nicht mit deutschem irgendwas verfügbar, deswegen machen wir es mal so. Neue Kampagne, Schwierigkeit, härter, ja passt. Dann einmal auf zum Tutorial. Wir heißen anscheinend Jesse Thorn, sind 24 Jahre alt, sind nicht binär, sehe ich anders. Oh je, da haben wir richtig viel kaputt gemacht. Wir haben 40 Millionen Dollar Schulden, weil wir irgendwas beschädigt haben. Oh je, fängt ja schon mal gut an. Kann ich das nicht mit Klarna bezahlen? Ich zahl's auch zurück, ich schwöre. Die Steuerung ist aber richtig geil. Fühlt sich gut an. Soll ja so eine Art FPS sein. Richtig gut. Und die wollen, dass ich hier durchlaufe. Control zum Crouchen. Das kriege ich auch noch hin. Und Jumpen kriegt man auch noch hin. Oh, benutzen der Leiter mit E. Ich könnte auch wieder sie entbesteigen. Auch mit E. Das sind eigentlich relativ coole Steuerung. Will aber nicht das Mountain. Ich will hier nur lang. Okay. Your performance was adjacent to the minimum legal mandates. Also, wir haben uns richtig gut angestellt, steht da. Move on to the weapons training chamber. In den Schießstand also. Approach the first bench. Wo ist denn die Bench? Hier drin wahrscheinlich. Ja, ja. Pistole und schießen. Schießen. Und nachladen. Das habe ich ja richtig gut gemacht. Okay. We are aboard a pressurized vessel. Das heißt, ich soll nicht auf Fenster schießen. Ja, ja. Move to the next bench. Haben wir hier... Sturmgewehr. Kann ich zielen? Ja. Naja, Burstfire. Final bench and Granaten. Okay. Und geh. Bringt das was? Das bringt was. Okay, alle Ziele neutralisiert. Und zum Combat-Training. Was kann man hier machen? Ah. Gesundheit auffüllen. Ja. Okay. Schade, dass er uns informieren muss, dass diese Combat-Trainings-Dummies richtigen Schaden an uns verursachen. Das sehe ich jetzt noch nicht. Oh. Nachladen. Deckung. Aha. Ich glaube, die richtigen Gegner sind dann nicht so schön gelb. Da muss ich mal ein bisschen wieder schielen. Ist da auch einer? Nö. Doch, da sind welche. Granate. Also die Controls sind richtig gut. Das ist ein richtig guter Einstieg in FPS. Uiuiui. Granate! Kann ich das nicht aufheben? Schade. Nur Trainingswaffe. Nachladen! Ja, mir gefällt's. Mir gefällt's bis jetzt. Mein Skill nicht unbedingt, aber... Och, da fliegen sie ja schon an. Ja, ja. Gut. Und was haben wir hier? Werde ich jetzt schlafen geschickt? Anscheinend. Okay, das ist zumindest erstmal nur ein Lift. Edeka! ADACA! Ich bin mir fast sicher, die wollen, dass man das Edeka ausspricht. Fast. Fast sicher. Wer bist denn du? Du hast aber einen coolen Schnauzer. Gut, you're awake. Ja. Hold still, just a few more tweaks. Was machst du denn an meinem Schniedel? Ah, ist fertig. Der, okay, get up, my friend. Harter Leck. You've been asleep for a while. I suppose you were another conscript, eh? They left you and your comrades to rot in these tubes for who knows how long.
Your arm was severely atrophied. I had to replace it with a cybernetic. Das ist gar nicht so schlecht. Do not worry, friend. It's top quality. And I also gave it a little something extra. It should be integrated with a neural link that the core put in you. Go ahead, try it out. Aim at an object and press Q. Und dann? Feuer! Okay, der ist... okay, das macht Spaß. Ja, ja. You can also press Q again to drop it. Das haben wir ausprobiert. Jo, sehr schön. Oh, wir können es auch more gently tossen. Hui. Hui. Sehr gut. I'll explain what's going on our way into town. I'm sure you have plenty of questions, friend. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Auf was kann ich schießen? Wollen wir los? Worauf wartest du? Worauf warte ich? Message log. I found a cryopod. Okay, das sind wahrscheinlich dann wir gewesen. Use. Eine Tür. Notausgang ist in die Richtung. Sieht hier aber richtig aus. Wo sind denn Waffen? Ich hätte gern Waffen. Das ist auch ein cooler Soundtrack, wie ich finde. Was haben wir hier? Eine Ladesequenz. Wusste ich doch. Sah so verdächtig aus. Ich dachte, ich sollte in eine Stadt. Stadt, Land, Fluss spielen. Naja, egal. Ich fühle mich ohne Waffe so nackt. Ah, a stupid thing. It always does that. Ja, warum denn? Wir können doch hier durch. Tutorial. You can steal weapons from staggered enemies by using your force pull. Aha. Das hat doch wunderbar funktioniert. Eine Waffe haben wir schon mal. Ja, jetzt kommst du auch durch. Da bist du glücklich, was? Gar nicht so schlecht, dass man hier alles werfen kann. Hui. Schon coole Mechaniken hier. Erinnert leicht an Control mit dem. War das Control? Keine Ahnung. Nee, nicht Control. Ich habe irgendwas anderes im Kopf. Oder laber wieder Scheiße. Wer weiß das schon so genau bei mir? Wieso kann ich Leichen nicht werfen? Aber den Ziegelstein. Bestimmt. Wer will aufs Maul? Achso, nur ich. Na gut. Nee, da sind noch zwei, die aufs Maul wollen. Das ist schmerzhaft. So einen Container auf die Fresse zu bekommen. Nachladen. Ja, wo ist mein Ziegelstein? Mein... Was auch immer das für ein... Nein, du bist schon tot. Okay. Dann will das Spiel wahrscheinlich, dass wir den einzig möglichen Pfad nehmen. Oh, so geht's anscheinend auch. Einfach zerquetscht. Habt ihr eine bessere Waffe für mich? Nee, nur Pistole. Wollen wir jetzt mit dem Ding losfliegen? Anscheinend nicht. Explosion. Sehr schön, das hätten wir auch werfen können. Ich nehme mal Hilfe. Wo sind mehr Gegner? The other conscripts were woken up generations ago. They built a town around this derelict, trading parts for food and supplies with the nearby industries. Called themselves the Free Scrappers. Took me in when I had nowhere else to go. They are good people. Ja, das werden wir auf die Probe stellen. Wie viel Toleranzbereich sie haben. Hui. Es leckt tatsächlich ein bisschen. Warum auch immer. Vielleicht ist bei mir irgendwas im Hintergrund, was richtig viel Arbeit verursacht. Ich muss doch da hinten hin. Also das wäre jetzt mein normaler Gedanke. Was will man von mir? Ins Wasser springen kriege ich hin. Ich glaube, ja. Das war zu erwarten. Das sah so schön bunt aus. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Muss ich das jetzt nochmal machen? Nö. Ja. New Core. Und was ist das für ein Core? So. Keine
Kann ich damit was machen? Muss ich das... ich glaube, das muss ich raufziehen. Muss ich das da reinziehen? Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Cores machen soll. Tutorial! Ich hätte gesagt, ich muss da hinten hin. Vielleicht muss ich ja auch was Neues lernen. Wer weiß das schon so genau? Die Granaten... Waffe! Waffe! Nimm die Waffe auf! Aha. Gleich müssen wir ja woanders hin. Hui! Da muss ich wahrscheinlich einen Chor reintun. Na also. Wie kriege ich einen da hinten rein? So. Wusste ich doch, dass ich da einen draufschleudern muss. Gut, das nehmen wir mal mit. Hat fast funktioniert. Haben wir noch eins? Oh, Feuerlöscher. Nachdem wir so eine Explosion verursacht haben. Das ist ein cooles Spiel. Au! Mein eigener Feuerlöscher hat sich gegen mich gewandt. Der ist ja gut. Wer bist denn du? Ich dachte, du bist freundlich. Achso, du bist freundlich. Ja, der war nicht freundlich. Granate nehme ich. Ja, ist ja gut. Geht in die Luft. Noch eine Granate. Ich glaube, das waren alle. Nein, da lebt ja noch einer. Und da auch. Ich helf dir, mein Freund, auf den ich vor kurzem selber geschossen habe. Steht bei euch... Wieso steht bei euch Police drauf? Ich will doch nicht auf Polizeibeamte schießen. Granate! Habt ihr Munition für mich? Anscheinend nicht. Ich kann ja Sachen werfen. Au! Au, au, au! Wo kommt ihr denn hier? Ich rechne selten mit feinen Hintern, ne? Schön auf die Rübe. Dann passiert uns nichts. So, waren das alle? Spiel hat zumindest gespeichert. Das sieht doch gut aus. This room is where Cairo, the AI core that commanded the fleet, was housed. But it was stolen a long time ago. I wonder, is this what the police are looking for? I fear this may be the last time I will see this place. Go on ahead without me. I'll meet back up with you in town. There's one last thing I need to do here, while I'll still have the chance. It's important. Oh, der will Liebe mit dem AI-Core machen. Das kann ich verstehen. Manche davon sind echt überzeugend sexy. Egal, wir gehen erstmal weiter Richtung Stadt. Hilf. Und dann in die nächste Ladesequenzfalle gestolpert. Ah, das sieht aber besser aus. Jetzt leckt's auch nicht mehr. Vielleicht ist mein Prozessor gerade aufgewacht. Weg. Stoßen. Stoßen. Ja. Au. Hätte ich nicht auf das Ding werfen sollen. Geht hoch. Allesamt. Au. Au. Das gibt eine Platzwunde am Kopf. Wo ist der nächste von euch? Er will auf die Fresse. Du willst auf die Fresse. Na, dann explodierst halt. Jeden Augenblick. Geht halt drauf. Chill. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen, habe ich gesagt. Man muss sich an die Regeln halten. Weil was sind wir ohne Regeln und Manieren? Nur wilde Menschen. Boah, da fliegt's gut hin. Was haben wir? Hier eine Helfstation und irgendwas. Ja, da kommt man nicht durch. Wegen dem Chor. Draufschießen hilft. Also das mit dem Werfen ist echt genial. Das macht überraschend viel Spaß. Nein! Ich habe so viel Kraft.
Granate. Scheiße. Ich bin runtergefallen. Das sollte man natürlich nicht machen. Also für ein Spiel, das so anfängt, stelle ich mich überraschend dämlich an. So. Ja, mach mal gleich nochmal. Also nicht das mit dem dämlich anstellen. Das andere. Nein! Jetzt brauche ich mal die Hilfe. Gesundheit. Hab doch gar nicht genießt. Der ist ja echt gut getarnt. Oh, der war echt gut getarnt. Schraubenschlüssel. Oder so ein Engländer. Keine Ahnung, wie man das nennt. French. Oh, der ging direkt drauf. Auf den Gegner. Das ist überraschend. Überraschend witzig. Oh nee. Oh nein. Oh doch. Sieht doch gut aus. Hab aufgeräumt. Noch wer? Ich seh nix. Das wäre natürlich auch cool. Ui. Ach, das muss ich vielleicht gentle machen. Ui. Hätten wir alle ausschalten können. Können wir hier rein? Nö. Hilf. Ein Glück stehen die Stationen hier überall. Die Pistole will ich gerade nicht. Wo muss ich denn hin? Muss ich hiermit wieder was machen? Ich wette, ich könnte beherzt runterspringen. Aber scheint zumindest nicht allzu verkehrt gewesen zu sein. Denke ich mal. Noch sieht's gut aus. Jetzt sieht's schlechter aus. Ich glaube aber, ich muss dahin. Ich weiß nicht, ob ich richtig glaube. Egal, sonst laden wir halt neu. Da geht's ja auch noch lang. Na also. Nein! Gerade im falschen Moment nachladen. Im falschen Moment. Gut, es gibt fürs Nachladen eigentlich keinen richtigen Moment. Außer keine Gegner sind da. Das wollen wir nicht hier. Explodier! Aber wir haben den Weg gefunden. Ja, drop deine Weapon selber. Ich brauche meine noch. Na, siehst du. Da geht's runter. Geht's da raus? Nö. Dann ab in die Tiefen mit uns. So. Ha. Tschüss. Wir haben hier echt keinen Chill, wie man das so schön sagt. Nein! Container, komm her! Nein! Ich könnte es ja auch als Deckung verwenden, aber ich will den gern so... Ja! So hatte ich mir das vorgestellt. 11. Braucht man zwar nicht so dringend, aber ist ja auch noch das Anfangslevel. So, nehme ich eine Konsole. Vertrautes Geräusch. So, dann mal her mit euch Bösewichten. Oh. Die Ladesequenz ist anscheinend der Bösewicht. Episode 1. Derelikt. Ja, ich bin kein Relikt mehr. Reliktstatus wurde erfolgreich entfernt. Und jetzt kommt eine Ladesequenz. Ich hab's gewusst, aber die ging zumindest überraschend schnell. Granaten voll, oh nein, dann müssen wir mehr einsetzen. Oh hey, did you come from India? You must be Dr. Chop's latest patient then. I'd recognize this handiwork anywhere. Hä? Well, welcome to Ironwood Lake. So, you kinda caught us at a bad time. That out there is a police carrier, and I don't reckon they flew it out here just to give us a belated parking ticket. Das glaube ich auch nicht. If you're looking for Chops, I saw his boat heading for the dam a minute ago. Feel free to go ahead on into town. It was a
Nice chatting with you. Ja, gleichfalls. Oh, sieht ja ganz schön aus hier. Wird man mal so viel vollgelabert und dann muss ich in meinem schlechten Englisch, kann ich mich da reinsetzen. Reinsetzen und dann unter mir. Hui. Ich dachte, ich könnte jetzt... Ja, zumindest ist das Wasser nicht so toxisch. Ich dachte echt, ich könnte in dem Boot hier schwimmen. Oder Boot fahren. Nicht so einfach anscheinend. Vielleicht wird das ja mein Boot. Das sieht gut aus. Das hat sogar so ein UI-Element. Wie komme ich denn hier hoch? Ne? Ne? Na, da komme ich nicht durch. Blöde Balken wieder vorm Gesicht. Eine Litfaßsäule. Dass es sowas noch gibt. Seems we're fixing for a fight. Thing is, most of our fighters are held up at an old outpost. Thankfully, they saw the carrier coming. Gave us time to load up most of the townsfolk into a train. We aim on sneaking them up to that outpost. As few volunteers staying out as distraction. If things do go south, well, I don't know. Ja, woher soll ich das wissen? Kann's auch nicht wissen. Wer bist du? Our town is made up of the descendants of those two vessel crews. We've been salvaging parts for generations. Formed us a co-op, the Free Scrappers. We work for ourselves. No state, no companies. Sadly, those demons seem to have finally caught up with us. Ja, aber dafür bin ich da und hab eine Waffe. Ein Stuhl kann ich nicht leiden. Weg damit. Hier mal ein bisschen umdekorieren. Ah, der ist sogar hinter die Landmasse da geflogen. Bin ich stark. Ich bin so richtig schön stark. Man könnte mich Toni nennen. Okay, da wäre ein Radio. Ansonsten, hier ist bestimmte... Entschuldigung, der war schon an, als ich... Biohazard. Keine Ahnung, was das heißt. Ah, you pull through, my friend. Ja, ich habe mich angekündigt. Wo bist du denn? Wait. Damn it. They're firing the town. Ja. Ja. Oh, hier ist der Zug. Sieht aber geil aus. Ich mag den Polystil in Spielen extrem. Vor allem, ich finde, das ist so zeitlos. Der Stil wird ein bisschen halten. Ach, da ist hier der Doc. Shit, shit, shit. Wieso sagt der shit, shit, shit? Ihr nehmt es. Habt ihr genug? Nein, ein Toter. Einer von uns ist tot. Wie ist das passiert? Also, ich weiß, wie es technisch gesehen passiert. Another drop is approaching. We need to hold them off. Boah, ich arbeite dran. Der hält aber viel aus. So. Neu nachladen. Ich brauche mehr Zoom, ich sehe doch so schlecht. Oh, das hat trotzdem gereicht. Habe ich es gut gemacht? Glaub, ich habe es gut gemacht. Nochmal nachträglich sicher gehen. Da ist der große Carrier. Und wo sind sie? Wo seid ihr denn? Da war noch einer. Here comes another one. Nein, die ist auch tot. Wieso sterben denn unsere Verbündeten? Wie die fliegen. Das ist nicht gut. Vielleicht sind die nur verletzt. Au. Au, 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 au. Irgendwas ist mir im Weg. Meistens bin ich selber. Ich stehe mir selber am meisten im Weg. Ich muss doch meine Leute nicht retten, oder? Das wäre nämlich ein bisschen zu spät, die Info. Und für die Leute kommt es definitiv auch zu spät. Der hat Advanced Armor. Granate. Ah, das kann ich auch. Shit, they're breaking through. True what? Ja, true what? Wo sind die?
Granate! Noch eine Granate! I think it's clear. Ich finde es auch klar, dass es klar ist. Go through the dam and follow the railway tracks. Ne, kriege ich hin. Das wird der Damm sein. There is free scrapper outpost that way. Na gut. Once it's safe, we'll try to send the train. Whatever you do, stay out of the old utility tunnels. They are not safe anymore. Haben wir hier auch Horrorelemente drin. Das habe ich normalerweise immer nur, wenn ich in einen Spiegel schaue, aber vielleicht klappt es auch so. Hui! Wer schießt da schon wieder auf mich? Chillt mal. Die chillen nicht richtig. Ich glaube gar nicht, dass die wissen, was das ist. Tja. Der wird jetzt zwangsläufig chillen müssen. Und der dann nicht, weil ich nicht getroffen habe. So. Au. Könnt doch nicht alle auf einmal schießen wollen. Ich hätte gern noch so eine SMG mal. Irgendwer hier drin? Irgendwas zum Looten? Loot, loot, loot. Wer bist denn du? Servus. Okay, ich soll dir den Tracks folgen. Na, mach mal das mal. Ja, mehr geht nicht. Kann ich den schieben? Oben drüber? Nee, auch nicht. Dann muss ich vielleicht doch mit dem Typi da reden. Servus. Bist du beschäftigt? Du bist beschäftigt. Na gut, dann geh mal hier oben doch rein. Boah. Bisschen Planken liegen da rum. Aha. Wird bestimmt den richtigen getroffen. Das sehe ich anders. Hat nicht den richtigen getroffen. Au. Jetzt hat es definitiv den falschen getroffen. Habe ich meinen eigenen Verbündeten durch die Granate draufgehen lassen. Vielleicht macht man das diesmal anders, aber ich glaube, das waren die. Noch lebt er. Jetzt glaubt nicht mehr. Boah, haben die eine Feuerpower. Achso. So, der oben ist definitiv tot, dann fühle ich mich nur halb schlecht. Scheiße. Wollt doch durch die Tür, bevor die Granate hochgeht. Ich sag doch, ich stehe mir selbst im Leben. Ha, der lebt noch. Der nicht. Keine Granaten mehr. Genau da bräuchte man wieder. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Also, bis jetzt macht Spaß. Wie vorher schon erwähnt, finde ich diesen Polystyle richtig genial. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Das Gameplay bzw. die Waffen- und Objektwerfmechaniken sind auch richtig gut gelungen. Das Schießen durch Hindernisse war ein bisschen merkwürdig. Teilweise habe ich echt das Gefühl gehabt, dass Schüsse nicht durch so einfache Holzplanken oder Fenster durchgekommen sind. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass man durch solche Hindernisse durchschießen kann, wäre das natürlich ein ordentlicher Kritikpunkt. Das gefällt mir einfach nicht. Die Performance ist auch so eine Sache. Ein Spiel, vor allem mit diesem Artstyle, sollte in der Theorie wenig Probleme haben. In der Praxis sah das jetzt aber ein bisschen anders aus. Also es war nicht stark, aber es war merkbar. Ich vermute, dass das hier deutlich besser wird, wenn man ein paar unnötige Grafikfeatures herunterstellt bzw. ganz deaktiviert. Ich zocke auch auf 4K, aber wie gesagt, Grafikkarte ist eigentlich nicht das limitierende Element bei mir. Kann trotzdem irgendwie sein, wenn Super Sampling auf, keine Ahnung, 8 Mal gestellt wurde.
Naja, egal. Ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten sollte. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Vor allem, ob der jetzige Spaßfaktor auf dem Level bleibt oder ob es doch eher abflaut. Bin aber im Moment ganz positiv gestimmt, was das angeht. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.